Hallo, herzlich willkommen bei Crazy Sports Augsburg. Ich bin die Sophie. Ich zeige euch heute eine Übung mit dem Slingtrainer. Heute eine Übung, die auf die Brust geht. Das Ganze nennt sich Brustpresse weit mit den Füßen in den Schlingen. Ich zeige sie euch einmal. Wichtig dabei ist, dass ihr schaut, dass die Aufhängung richtig ist. Schaut hier, dass die unteren Pads, in die ihr auch eure Füße einhängt, unterhalb der Hüfte sind. Also hier ist der Hüftknochen, ungefähr eine halbe Handfläche breit unten drunter. Dann habt ihr die richtige Höhe gewählt. Ihr tut euch ganz leicht, wenn ihr euch erst auf dem Rücken einhängt und dann die Beine überkreuzt und auf den Bauch legt. Ich zeige es euch nochmal. Ich bin auf dem Rücken, Beine sind eingehängt. Ich nehme das eine Bein über das andere, drehe mich auf den Bauch und kann jetzt meine Hände in die richtige Position nehmen. Dafür fangen wir auf dem Bauch liegend an, nehmen die Hände neben unsere Brust, drücken uns hier hoch und schauen jetzt, dass wir eine gerade Linie haben. Nicht den Rücken durchhängen lassen, nicht den Hintern nach oben schieben, eine gerade Linie, die Arme sind weit. Wir gehen nach unten, der Kopf ist in einer Linie und schaut noch zum Boden. Beim Aushängen vorsichtig die Knie zu Boden bringen und immer darauf achten, dass der komplette Rumpf dann noch auf Spannung ist. Nachdem nicht jeder so eine Slingtrainer-Aufhängung daheim hat, zeigen wir euch auch noch, wie man es daheim an der Tür machen kann. Ihr hängt den Slingtrainer über die Tür, schaut, dass die Tür geschlossen ist. Bei der Aufhängung auch wieder ganz wichtig darauf zu achten, dass sie auf der richtigen Höhe ist. Ihr seid in den Knien, im Kniestand und der Fußaufhänger ist jetzt auf Mitte des Oberschenkels. Hier beim Reingehen dasselbe Spiel wie vorhin bei der Aufhängung. Einmal über das andere, dann auf den Bauch drehen. Ihr schaut, dass die Füße relativ nah an der Tür sind. Macht euch lang. Arme neben eurem Körper. Rumpfspannung, Schulternblätter zurück. Bauch einziehen. Und tief. Wenn wir zurückgehen, vorsichtig ablegen. Dann die Füße lösen. Und dann seid ihr safe. Viel Spaß und danke fürs Zuschauen.